So, wir haben wieder eine Bildungsforum gehabt heute, sehr spannende Themen. Es ging um Bildung und viele Themen, also auch um Jugend, die in Deutschland lebt und viele Russischsprachige, die sich hier entwickeln. Warum ging es in diesem Forum ganz genau? Ja, wir haben in diesem Jahr das erste Mal den Wirtschaftsforum mit dem Jugendforum zusammengelegt, der ja jedes Jahr im Rahmen der Deutsch-Russischen Festtage stattfindet. Für uns ist das eine interessante neue Erfahrung, weil die Jugendlichen, die jetzt an dem Jugend- und Bildungsforum teilgenommen haben, konnten vorher auch an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, die auch mit den Wirtschaftsunternehmen sowohl von Deutschland, aber auch aus Russland durchgeführt worden ist. Und das Interessante ist, dass wir natürlich kennengelernt haben, was die Unternehmen vor allem von den Jugendlichen erwarten. Und dann haben wir auch erlebt unterschiedliche Vorträge und Spezialisten, die uns auch auf diesem Thema noch einiges Werkzeug mit auf die Hand gegeben haben. Zum Beispiel ging es auch um Ausbildung oder Studium. Dann ging es zum Beispiel auch um die Bilingualität oder Steigerung der Bilingualität, auch Trilingualität war ein großes Thema. Dann haben wir lebenslanges Lernen kennengelernt. Wir haben kennengelernt, warum es wichtig ist, sich ständig weiterzubilden, damit man sozusagen auch als Spezialist gebraucht wird. Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden, weil das eine Atmosphäre des Dialoges ist und genau das ist unser Ansatz als Jugendorganisation der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, den Dialog zu fördern. Und solche Veranstaltungen sind nicht machbar ohne eine Fülle von Netzwerken und Partnern. Und heute sind wir froh, dass wir in Berlin, in Lichtenberg, hier einen Partner wie Abacus Hotel, den Deutsch-Russischen Festtag oder auch die Marvico AG oder die Deutsche Bahn hat ja heute auch hier gesprochen. Also das sind schon wirklich namhafte Partner, die heute hier an einen Tisch gekommen sind und sehr gut besucht wurden. Diese Veranstaltung und ich hoffe sehr, dass wir es auch in Zukunft machen. Insofern danke ich schon mal für die Aufmerksamkeit und die Teilnahme der Besucher und natürlich einen großen Dank gilt an die Partner. In zwei Tagen sind die deutsch-russischen Festtage, da wird es Kultur geben und da werden wir sehr vieles miteinander noch machen können, Kulturbildung, miteinander Soziales. Vieles ist auf den deutsch-russischen Festtagen. Wir sind auch mit dabei mit einem großen Festival. Gestern hatten wir schon das gesellschaftspolitische Forum durchgeführt. Und herzlich willkommen auf den deutsch-russischen Festtagen, damit wir den Dialog fördern. Und dafür stehen wir. Vielen Dank.